Hallo Tobadi und willkommen zum diesjährigen Q&A. Ich habe immer Verstärkung dabei und zwar diesmal Olaf. Hola. Bade me ha dado permiso para hablar. Soy prisionero de Bade desde hace 2 años. Es muy estricto. Ni siquiera me deja beber cola. Du, ich spreche immer noch kein Koreanisch. Für das Video jetzt habe ich zum einen nach Fragen von Mitgliedern gefragt und nach Fragen halt von nur Abonnenten gefragt. Ich finde es ja immer wichtig, den Mitgliedern auch irgendwas zurückzugeben. Na gut, legen wir los. Erste Frage. Skiller Next. Kannst du mit YouTube leben? Das ist eine gute Frage, wo ich mich ein bisschen sammeln muss, die nicht zu lang zu beantworten. Und ist auch eine ganz gute Stelle, um ein Placement zu machen. Deswegen vielen Dank an SteelSeries Arctic Nova 5. Das Arctic Nova 5 ist ein kabelloses Mikrofon, was ich jetzt auch schon letzten Tage benutzt habe. Was ich persönlich interessant fand, weil meine Headsets, die ich bis jetzt hatte, die waren halt immer mit einem fetten Kabel dran. Da dieses Headset einen USB-C-Anschluss hat, kannst du einfach ganz entspannt vom PC, PlayStation, Switch, Mac oder VR spielen. Das ist dann hier so ein Ding. Ich habe das jetzt nochmal mit einem Kabel verbunden, aber das Ding hier oben, das steckst du einfach irgendwo rein, verbindet sich, zack, fertig. Außerdem, was ich sehr interessant finde, es steht Dirk auch sehr gut. Außerdem gibt es eine Schnellwechselfunktion, wo du einfach ganz einfach von 2,4 GHz nach Bluetooth switchen kannst. Das ist halt original ein Knopf, den du drücken musst. Du kannst deine Kopfhörer über Bluetooth mit einer App koppeln, was mehrere actually coole Funktionen hat. Unter anderem gibt es über 100 verschiedene Soundvoreinstellungen zu spielen. Gibt es übrigens auch coolerweise zu Rocket League. Ich habe das letzten Tage auch echt ausführlich getestet und der Sound kommt mit den richtigen Einstellungen auch echt nochmal eine ganze Ecke besser. Was du auch machen kannst, sagen wir, du bist am Zocken. Du drückst einfach ganz simpel auf den Knopf, um zu Bluetooth zu wechseln. Das heißt, du hörst alles, was dein Handy abspielt, über deine Kopfhörer. Und dadurch kannst du tatsächlich auch mit deinem Headset einen Anruf annehmen. Dafür musst du einfach nur das Mikrofon einmal rausziehen, was relativ easy ist, das hier versteckt. Aber da kannst du sogar einen Anruf annehmen. Moment, jetzt kommt sogar einer. Hallo? Guten Tag, Bador. Mein Name ist inzwischen Angel und nicht mehr Angela. Ich wollte dich fragen, ob du mir 20 Euro leihen kannst. Du bekommst das auch bestimmt wieder irgendwann. Ich hoffe, Olaf, deinen neuen Mitbewohner geht's auch gut. Batterie hält übrigens auch 60 Stunden, also du kannst halt wirklich die ganze Zeit damit durchzocken. Und wenn die Energie ein bisschen leer ist, kannst du einfach mit einem USB-C Schnellladekabel den Aufladen bis in 15 Minuten wieder bereit für Stunden zu zocken. Deswegen vielen Dank an SteelSeries. Link zu diesem Headset ist in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt. Checkt es doch mal aus, wenn ihr euch für Headsets interessiert. Also, kann ich mit YouTube leben? Dann wurde es ein bisschen schwieriger. Was brauchst du fürs Leben? Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass je älter du wirst, desto mehr musst du halt im Leben bezahlen, desto mehr laufende Kosten kommen hinzu. Und ich muss sagen, die Antwort darauf ist ja. Aber es ist jetzt nicht auf diesem Level, wo ich das komplett locker sehe und sage, ja, okay, verdiene ich nächsten Monat mal 1000 weniger. Das ist total entspannt. So, das war vielleicht mal so, aber jetzt aktuell muss ich schon auf jeden Fall darauf achten, dass es okay läuft überall. So, das Level, was jetzt ist, ist in Ordnung. Es könnte, glaube ich, sogar noch ein bisschen schlechter werden. Das wäre okay. Aber es macht natürlich Sorge. Was ja auch jetzt letztlich dazu geführt hat, dass ich halt mehr Dinge ausprobiert habe. Ich meine, ich versuche jetzt häufiger Placements zu machen. Zumindest, wenn mir coole Sachen angeboten werden. Ich bin jetzt in der Woche so 3 bis 4 Mal am Livestream auf YouTube und auf Twitch. Versuche die Creator-Codes, ADOYT, ein bisschen mehr zu bewerten. Merchandise bin ich im Überlegen, dass ich da vielleicht mal was machen müsste. Es kommt jeden Monat ein Mitglieder-exklusives Video. Da gibt es noch so ein paar andere Wege, wo ich noch ein bisschen mehr das alles optimieren möchte. Also ich versuche, was das Geld angeht, schon ein bisschen mehr rauszuholen. Das habe ich auch wirklich scheiße behandelt, muss man auch mal sagen. Ich habe für Jahre nicht ein Placement gemacht. Naja, aber da hatte ich halt noch nicht diese finanziellen Zwänge, dass ich dann jeden Monat Summe X wirklich haben musste. Ja, ich konnte die Frage jetzt viel größer ausschmücken, aber die Antwort ist ja. Aber ich versuche aktuell darauf zu achten, dass ich nicht 100% meine Einnahmen nur mit langen YouTube-Videos mache, sondern dass ich halt auch noch andere Sachen ein bisschen mehr in den Vordergrund rücke. Weil YouTube wird, was die monatlichen Einnahmen angeht, immer unkonstanter, habe ich das Gefühl. Weil letzten Monat hatte ich auf den Monat betrachtet ungefähr genauso viele Aufrufe wie im Monat davor. Aber ich habe halt irgendwie 30% weniger verdient. Und das war davor in den Jahren nicht so hart, dass es so hart geschwankt ist. Und ich habe das Gefühl, generell die ganze Gaming-Branche oder generell die Unterhaltungsbranche wacht aktuell so ein bisschen auf, weil zur Corona-Zeit war alles easy, da waren sau viele Leute zu Hause, es wurde sau viel Unterhaltung konsumiert. Na, und jetzt aktuell pendelt sich das wieder so ein bisschen in die richtige Bahn ein. Das ist jetzt ja auch schon 4 Jahre her. Aber es war halt mindestens bis Anfang 2023 alles ein bisschen aufgeblasen. Ja, wie gesagt, das ist ein großes Thema, ich kann noch länger drüber reden. Wie würdest du deine Kanalgäste ranken? Wer ist auf der 1, wer ist auf der 2 und so weiter? Ich habe entschieden, ich gehe nur auf die 5 Großen ein. Auf dem letzten Platz
ist für mich Ola, mein Mitbewohner, weil der Joke, den ich mit denen damals häufiger gemacht habe, der ist halt null angekommen. Ich habe den mehrmals gemacht, den hat nie einer gecheckt. Ich persönlich fand den ganz lustig. Und der Joke mit dem macht einfach keinen Spaß, weil den checkt keiner. Da komme ich mir immer dumm vor, deswegen habe ich den kaum gemacht. Auf dem nächsten Platz ist Eduardo. Aber dafür habe ich Angler bei mir stehen, die nichts außer Liebe und Unterstützung für mich überhat. Ich hasse dich, Bador. Dafür habe ich jetzt auch hier seit neuestem einen kleinen Spike stehen, der echt ganz cool ist und dazu auch einen coolen Namen hat. Und zwar Eduard. Eduardo und ich sind ein Paar und werden hier bald ausziehen. Ich persönlich fand es damals witzig, aber da ist halt nicht eine Ebene hinzugekommen. Deswegen bin ich verwirrt, dass so viele Leute nach Eduardo fragen. Auf nächsten Platz ist Angela, die wäre eigentlich höher gewesen, aber die hat mich halt damals verlassen. Dann auf dem Platz 2 ist mein Bruder Bador. Brawler drin. Fragen sich auch manche Leute, warum der seltener vorkommt. Er ist halt zum einen bei der Kopfrechnen-Weltmeisterschaft aktuell. Das ist ja auch nur so ein Joke. Aber wenn du den Joke halt zu oft bringst, verliert er halt so ein bisschen an Charme. Deswegen kommt der halt eher sporadisch in den Videos mit bei. Und auf Platz 1 ist für mich Dirk. Leute, die bei meinen Livestreams dabei sind, die werden Dirk kennen. Dirk ist nämlich Türsteher. Das ist so gesehen so ein bisschen mein Maskottchen. Alleine wegen dem Süßfaktor, Dirk Platz 1. Nächste Frage, was erwartest du dir von Brawl Stars in den nächsten 2 Jahren? Also erstmal natürlich, ich bin ein bisschen pessimistisch. Deswegen mein Gedanke ist, dass Brawl Stars in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich ein bisschen tot ist, eine Zeit lang. Das klingt jetzt negativer, als es ist. Brawl Stars war vorher aus meiner Sicht auch schon tot und ist dann wieder von den Toten auferstanden. Ich habe das Gefühl, manche Spiele haben einfach so Rotationen. Minecraft zum Beispiel war aus meiner Sicht von 2016, 17, 18 auch ein bisschen tot und ist dann auch wieder von den Toten auferstanden. Es gibt einfach kein Spiel, was ein Dauerbrenner ist, was immer lebendig ist. Und deswegen, ich denke, in 2 Jahren ist Brawl Stars wieder in so einer ruhigeren Phase. Wenn du mich jetzt fragst, wo Brawl Stars in 4 Jahren steht, ich kann mir vorstellen, dass Brawl Stars halt in 3, 4 Jahren dann wieder eine Hype-Phase hat, wieder krass abgeht und das dann wieder eine Zeit lang gut läuft, weiß ich nicht. Aber ich muss auch sagen, die Entwickler von Brawl Stars, die machen viel richtig. Brawl Stars ist aktuell das erfolgreichste Supercell-Spiel. Ich glaube nicht, dass Squadbusters Brawl Stars ablösen wird. Ich glaube, dass Squadbusters auf jeden Fall noch Potenzial hat und auch erfolgreich sein wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass Brawl Stars in 2 Jahren eher so wieder in einer ruhigeren Phase ist. Wieso oder warum hast du mit YouTube angefangen? Das ist relativ simpel, habe ich schon mehrmals beantwortet. Aber ich habe damals viel YouTube geguckt und mein damals ist halt 2012, 13, 14. Und ich finde das immer interessant. Es hat sich ja so ergeben, dass ein paar Schulfreunde damals einen Kanal gründen wollten. Und von den 4 Leuten, die den Kanal gemacht haben, haben halt nur 2 Videos gemacht, halt ich und noch ein anderer. Und ich fand das dann halt gut, frei zu sein, selber volle Kontrolle darüber zu haben, was ich mache. Das mag ich generell am liebsten bei kreativen Entscheidungen in Bezug auf meine Influencer-Karriere. Und dann habe ich halt irgendwann meinen eigenen Kanal erstellt. Ador und der Rest ist Geschichte. Wie sieht eigentlich ein Alltag aus? Wann beginnst du mit den Aufnahmen und Schneiden von Videos und was machst du den restlichen Tag über? Okay, ich muss kurz noch einen kleinen Nachtrag sagen. Ich habe das Video gerade geschnitten. Ich muss dazu sagen, das ist nur einfach ein Beispieltag. Weil als Selbstständiger hast du wirklich selten Tage, die absolut gleich ablaufen. Aber diesen Tag hier hatte ich jetzt halt ein paar Mal in den letzten Tagen. Heute zum Beispiel bin ich um 7.30 Uhr aufgestanden. Wir haben jetzt 11 Uhr. Ich habe jetzt den ganzen Morgen Videos aufgenommen. Die Videos haben ein bisschen mehr Zeit erfordert, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Und jetzt fange ich erst mit Frühstück an. Na, also, die Tage sind einfach komplett durcheinander. Und heute Nachmittag nehme ich auch noch was anderes auf mit einem anderen YouTuber. Also muss ich halt dazu sagen, weil sonst glauben Leute, dass wirklich jeder Tag so aussieht. Und außerdem kommen noch Sachen hinzu, wie zum Beispiel halt E-Mails beantworten, Spielemarkt beobachten, Kommentare beantworten. Also Kleinigkeiten, die so on top kommen, die du jetzt nicht in so ein Zeitfenster packen kannst. War nur ein wichtiger Nachtrag. Ich wache in der Regel so um, ich sag mal, 8 Uhr auf. Das klingt erstmal gut. Dann verschwende ich so eine halbe Stunde für meinen Morgen, dass ich einfach oft sinnlos am Handy rumhänge. 8.30 Uhr, dann stehe ich auf. Dann mache ich mir ein Frühstück, was immer das gleiche ist. Nämlich ein großes Müsli. Ich habe morgens überhaupt keinen Hunger. Das heißt, ich brauche locker 40 Minuten, bis ich das aufgegessen habe. Dann haben wir irgendwie, sagen wir mal, 9.30 Uhr. Dann trainiere ich ein bisschen Rocket League oder versuche halt zumindest das Level zu halten, wo ich bin. Fahre dann da ein bisschen im Kreis, überlege, welche Videos ich am Tag aufnehmen soll. Da überlege ich mir halt einfach, okay, was habe ich gestern gemacht, was wäre heute interessant. Oder vielleicht sehe ich irgendein Video auf YouTube, was mich inspiriert. Dann haben wir halt so ungefähr 10 Uhr. Es kann sein, dass irgendein Video noch ein bisschen mehr Vorarbeit erfordert. Dann haben wir halt vielleicht schon mal 11 Uhr, 12 Uhr notfalls. Dann nehme ich die Videos auf. Das sind halt dann 2 Kurzvideos, 2 lange Videos. Das dauert halt dann so bis 12.30 Uhr, 13 Uhr so in der Regel. Dann gucke ich, dass ich noch was esse. Das dauert sozusagen 20 Minuten. Dann schneide ich die Videos, was einfach der nervigste Teil ist vom Zeitaufwand. Weil es dauert einfach viel zu lange. Und gerade wenn man nicht super motiviert ist, die Videos zu schneiden,
da zieht sich das wirklich extrem. Und ungelogen, ich bin erst mit dem Schnitt fertig, so ungefähr um, ich sag mal, 16 bis 17 Uhr. Es kommt darauf an, wie viel ich schneide, es kommt darauf an, wie aufwendig das Video ist, aber sagen wir mal einfach, für das Argument 16 Uhr bin ich fertig. Dann muss ich die Vorschaubilder erstellen, die Videos hochladen, einstellen, dann haben wir irgendwie 17 Uhr. Dann esse ich noch was, wenn ich die Zeit habe, mache ich ein bisschen Sport. In der Zwischenzeit mache ich übrigens auch ein paar Sachen mit meinem Hund, dass ich den Leckerchen zuwerf oder ein bisschen mit dem Spiel oder spazieren gehe. Dann, wenn ich was gegessen habe, haben wir halt auch schon irgendwie fast 18 Uhr. Dann habe ich ungefähr so eine Stunde, wo ich irgendwas machen kann. Wenn ich Pech habe, Anführungsstriche, bin ich live an den Tag, dann gehe ich halt um 19 Uhr irgendwas live. Das Live endet um 22 Uhr und dann ist halt auch schon spät. Was man dann noch machen kann, ist, man guckt irgendwelche YouTube-Videos, vielleicht eine Serie. Ich bin dann um 23.30 Uhr oder so im Bett, ich schlafen und dann geht's wieder von vorne los. Das ist ein ziemlich scheiß Tag, muss ich ehrlicherweise sagen. Und deswegen versuche ich in letzter Zeit auch das ein bisschen anders zu gestalten, dass ich meine Aufnahmen am Abend mache und dann halt am Morgen schneide ich die Videos. Das hat halt den Vorteil, dass ich halt dann von 13 Uhr bis zum Abend ein bisschen mehr Freizeit habe. Und da kannst du halt auch den Tag ein bisschen besser gestalten. Na, also in der perfekten Welt nehme ich die Videos abends auf um 22 Uhr, schneide die dann den Tag über. Ansonsten ist das auch scheiße, ist halt der ganze Tag weg. Gott, Yusuf mit der Frage, Meinung, Update zu den momentanen One Piece Kapiteln. Folgen gucke ich nicht, ich finde der Anime ist Dreck. Die kriegen es einfach hin, jeden Moment kaputt zu machen. Weil der Anime packt jetzt so viel extra Scheiße überall rein, den man nicht braucht. Aber Manga-Kapitel, Egghead, fand ich gut. Warum bringst du Baydor nicht so oft? Und zwar der Joke mit Baydor, der hat nicht so viele Facetten. Und wenn ich das zu oft mache, hat das halt nicht mehr so diesen lustigen Überraschungsfaktor. Deswegen mache ich es halt auch nicht so oft. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es auch früher nicht so oft gemacht. Natürlich ein bisschen häufiger, aber es ist nicht so gewesen, dass Baydor so jede Woche oder jeden Monat in Videos vorgekommen ist. Der wäre auch eher seltener dabei. Nur durch Nostalgie wirkt es halt vielleicht so, der dann in jedem Video dabei war. Andere mit der Frage, warum sind Mitbewohner immer still? Angela hat immer was kommentiert. Den Joke, den ich mit ihnen zusammen habe, der funktioniert nicht, weil den hat nie einer gecheckt. Das ist mich sau demotiviert, deswegen ist er einfach Deko aktuell. Wie sieht es eigentlich mit Merch aus? Kommt dieses Jahr bestimmt. Schaffe ich. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Du hast mal gesagt, dass du vor YouTube bei der Bundeswehr als Pilot gearbeitet hast. Und ich wollte mal fragen, ob du damals mehr verdient hast als mit YouTube. Ich muss sagen, ich glaube, als Soldat hätte ich mehr verdient. Das war ein Joke damals. Das tut mir total leid, dass es so viele falsch verstanden haben. Bereue ich auch ein bisschen, dass ich da einen Joke gemacht habe. Ich habe keinen Joke darüber gemacht, dass ich bei der Bundeswehr war, das muss ich kurz einmal sagen. Sondern der Joke war, dass ich halt in Q&As, das habe ich auch damals so gesagt, das haben halt manche Leute verpasst, aber ich habe damals ein Q&A gemacht. Und im Q&A habe ich gesagt, dass ich manchmal bei manchen Fragen einfach zum Spaß lüge. Und in diesem Video habe ich halt zweimal die Frage beantwortet, was ich vor YouTube gemacht habe. Und da habe ich einmal gesagt, ey, bevor ich YouTube gemacht habe, war ich Friseur. 5 Minuten später habe ich die Frage beantwortet, Bardo, was hast du eigentlich vor YouTube gemacht? Und ich habe gedacht, ja, vor YouTube war ich bei der Bundeswehr als Pilot. Halt eine, aus meiner Sicht, eine offensichtliche Lüge, weil Brillenträger extrem over the top aus meiner Sicht, in Bezug auch darauf, dass ich halt 5 Minuten vorher gesagt habe, dass ich als Friseur gearbeitet habe. Das haben halt nicht alle verstanden, aber das tut mir leid für die Leute, die es nicht verstanden haben. Die Puh hat bestimmt ein viel besseres Bild von mir, weil er dachte, ey, der war bei der Bundeswehr mal. Nee, sorry, war ich nicht. Ich war nie Pilot bei der Bundeswehr, aber halt auch nur als Passagier hinten drin im Flugzeug. Frage von Paul, was machst du so in deiner Freizeit? Was hast du so für Hobbys? Ja, wie eigentlich erwähnt, da ist nicht so viel Zeit in Bezug auf Freizeit. Aber ich spiele gerne mit meinem Hund Fußball. Mein Hund wird immer besser darin, den Ball aus der Luft zu fangen, was ich cool finde. Mit einem Hund spazieren gehen ist cool. Ich hatte auch, bevor jetzt der Stress ein bisschen übergenommen hat, hatte ich auch einen sehr guten Rhythmus von so 3-4 Monaten, wo ich Push-Pull-Legs gemacht habe als Workout. Lange Spaziergänge am Strand finde ich gut. Nur ich habe keinen Strand in meiner Nähe, das ist ein bisschen doof. Merkst du den Namen mancher Abonnenten, wie zum Beispiel Zeltkatze? Wenn ja, welche? Ja. Aber ich muss sagen, es ist nicht so leicht, um aus der Masse hervorzustechen. Aber manche Namen merke ich mir schon. Oder zum Beispiel Emsi ist ein neuer Name, der mir im Kopf geblieben ist. Das ist der Mr. P-Zuschauer. Der hat für 100 Tage mich gefragt, ob ich Mr. P mal spielen kann. Ne, also solche Sachen bleiben halt im Kopf hängen. Und zwar, warum hast du Rocket League gespielt und warum hast du angefangen, Worldstars zu spielen? Und so nochmal die Frage, warum mein Kanal abgestürzt ist. Er hat es ein bisschen mehr ausgeschmückt. Aber warum ist mein Kanal abgestürzt? Warum hole ich nicht mehr so viele Aufrufe? Und da muss ich sagen, ne, das ist eingangs auch so ein bisschen angeschnitten worden. Du kannst sehr schlecht Kanäle jetzt vergleichen mit der Zeit zu Corona. Er erwähnt ja zum Beispiel die OG Rocket League Zeit. Das ist für mich nicht mal OG, das ist 4 Jahre her. OG ist für mich, wenn er jetzt sagt, Minecraft. Und der Rocket League Hype ist halt rausgekommen zu einer Zeit,
wo auch Corona war. Ne? Alle Leute sind zu Hause, Rocket League wird kostenlos, alle haben Bock auf Rocket League und die Videos aus der Zeit kannst du halt nicht mit der jetzigen Zeit vergleichen. Aber natürlich muss man festhalten, die Aufrufe sind natürlich ein bisschen zurückgegangen, wenn wir es mit der Zeit vor Corona vergleichen. Ne? Vor Corona hatte ich, glaube ich, so mit den langen Videos, ich glaube, 1 Million Aufrufe. Mit Bloons sogar danach irgendwie 3 Millionen Aufrufe. Wobei, wann kam Bloons? Wann war denn der Bloons? Weißt du? Okay, Bloons war leicht vor der Corona-Phase. Mit Bloons hatte ich halt irgendwie 3 Millionen Aufrufe im Monat. Jetzt aktuell ist es halt wieder irgendwo da bei den monatlichen Aufrufen. Plus halt, dass ich halt irgendwie 3 Millionen Aufrufe über Kurzvideos habe. Das muss ich auch echt noch besser hinkriegen. Zuschauer von den Kurzvideos auch auf lange Videos zu locken. Aber jetzt mal kurz groß betrachtet, das betrifft nämlich nicht nur mich, das betrifft auch andere YouTuber. Wenn wir es mal vergleichen mit Masti, den wahrscheinlich größten Rocket League-YouTuber aller Zeiten. Der holt aktuell mit langen Videos 2,8 Millionen Aufrufe im Monat. Der Typ hat 3 Millionen Abonnenten. Ne? Wie eben erwähnt, 2,8 Millionen. Vor Corona hatte ich mit Bloons selbst mehr Aufrufe. Selbst wenn wir uns sowas angucken wie Maxify, das ist aus meiner Sicht einer der qualitativ besten Gaming-YouTuber, die wir haben in Deutschland. Selbst der hat manchmal Videos, wo der nur, Anführungsstriche, 60.000 Aufrufe holt bei 1,3 Millionen Abonnenten. Das war so dieser generelle Trend, dass du in der Gaming-Branche nicht mehr so super viele Aufrufe holst. Zumindest halt mit Let's Play-artigen Content. Das ist auch generell ein Problem mit der Gaming-Unterhaltungsbranche. Und zwar war das halt ganz lange so, dass du als YouTuber von einem Hype-Game zum nächsten gesprungen bist. Das habe ich ja auch gemacht. Früher konntest du halt wirklich alle 3-4 Monate ein neues Spiel spielen. Und das war interessant für Zuschauer. Das Spiel war auch interessant für YouTuber. Who's Your Daddy? Cat Goes Fishing, Hello Neighbor, Brawl Stars in diesem Fall, Bloons, Rocket League, Fortnite kann man reinwerfen, Minecraft, wenn man möchte. Das sind halt alle Spiele, die waren damals natürlich relevanter und oder Vollgeist für die 2 Wochen, wo es relevant war. Aber es ist halt in den letzten Jahren im Grunde nichts hinzugekommen, was ein guter YouTube-Titel ist. Among Us kann man noch reinwerfen, habe ich damals auch gespielt, war phasenweise auch gut. Und da könnt ihr auch mal gerne durch die Bank durchgucken. So ziemlich alle Gaming-YouTuber haben wirklich eine beschissene Abo-Aufrufquote. Ja, so ein Ausreißer ist vielleicht Hand of Blood, aber der macht halt ein Video im Monat. Das sind jetzt so die großen Faktoren. Bei den kleinen Faktoren kann man auf jeden Fall sagen, dass ich viel Potenzial weggeworfen habe, weil ich so wenig mit anderen YouTubern mache. Ich habe ja letztens ein Video mit AnyArt gemacht. Das war das beste Rocket League-Video, was ich, glaube ich, jetzt dieses Jahr hochgeladen habe. Also da habe ich wirklich viel Potenzial weggeworfen, weil mit Videos mit anderen zusammen kommst du ja auch in die vorgeschlagene Leiste von anderen YouTubern. Das heißt, darüber holst du noch mehr Aufrufe. Teilweise aus voller, teilweise war ich auch so sehr überarbeitet, da habe ich mich mit einem YouTuber abgesprochen, ey, lass doch mal vielleicht irgendwann was aufnehmen. Und der fragt dann, okay, wann hast du Zeit? Und ich war dann halt teilweise so überarbeitet, dass ich wirklich nur mit komplett Laserfokus das absolut Mindeste hingekriegt habe. Und da habe ich auf jeden Fall auch Potenzial weggeworfen. Die ganze Gaming-Branche hat sich verändert. Die ganze Unterhaltungsbranche hat sich verändert. Kein Corona mehr. Es läuft viel mehr auch über Live-Content. Dazu habe ich viel verpasst in Bezug auf Togethers mit anderen Leuten. Meine Videos waren auch lange viel zu kurz. Videolänge ist halt schon wichtig. Du willst bei YouTube wiederkehrende Zuschauer begeistern. Plus, du willst sie möglichst lange an die Plattform binden. Und das ist halt nicht unbedingt einfach mit 10-Minuten-Videos. Sage ich jetzt übrigens als Fakt und nicht als Argumentationsgrundlage, dass einer jetzt in den Kommentaren sagt, ey Bador, das stimmt gar nicht, das ist nämlich so und so. Was ich übrigens immer richtig schlimm finde. YouTube ist mein Beruf. Ich beschäftige mich damit extrem viel. Und ich finde es immer anstrengend, wenn da Leute ankommen, die mir erklären, Moment, das ist gar nicht so. Du hast doch auch hier das und das. Ja, also, finde ich immer anstrengend. Schnelle Fußballprognose. Meister. Leverkusen. Champions League Quali. Also Platz 5 quasi, ne? Komm, sage ich Dortmund. Kann Dortmund vielleicht irgendwie schaffen. Absteiger. Irgendein Traditionsverein wird es treffen. Ich mache mal ein paar Takes. Ich sag Gladbach. Die habe ich letztes Jahr schon schlecht eingeschätzt. Bochum. Und lass uns noch so ein Pauli dazu packen. Die erste Liga verwandelt sich in eine Liga, wo nur Dorfvereine und Produkte spielen können. Deswegen machen wir da so ein bisschen Traditionsvereine raus. Aufsteiger. Ich sag mal Düsseldorf, Hannover. Ich glaube, Köln schafft es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich sag Hertha. Düsseldorf, Hannover, Hertha. Pokalsieger. Ich sag Leipzig könnte es wieder sein. Champions League-Sieger. Wahrscheinlich Real Madrid. Platzierung Schalke. Platz 7, Trainerwechsel Schalke. Ich sag nein. Nächste Frage. Was ein wichtiger Rat, den jeder wissen sollte. Benutzt jeden Tag Sonnencreme. Weil das ist ein Irrglaube. Viele Leute glauben, oh, ich muss mir Sonnencreme drauf machen, damit ich keinen Sonnenbrand kriege. Aber du packst auch Sonnencreme drauf, um deine Haut zu schützen. Und nein, Sonnencreme benutzen gibt dir nicht Krebs. Es gibt keine seriöse Studie, die das belegt. Knallt euch mindestens einmal am Tag Sonnencreme drauf. Möchte gerne wissen, wie es dir zurzeit geht, Bador. Grüße aus Stuttgart. Grüße zurück nach Stuttgart. Das ist die letzte Frage für heute. Ich bin das ganze Jahr über gestresst,
überarbeitet. Ich wollte mir eigentlich zur zweiten Hälfte des Jahres Urlaub nehmen, aber dann ist was dazwischen gekommen, was einfach noch mehr Stress produziert hat und macht, dass ich jetzt noch mehr arbeiten muss, möchte. Ja, es ist immer so ein bisschen schwer zu erklären, weil viele Leute glauben halt, YouTube setzt sich halt hin, du spielst ein paar Videospiele, das Schneiden kann ja nicht lange dauern, zack, fertig. Ja, aber es ist halt ein Fulltime-Job. So, es beginnt morgens, gut, du könntest sagen, fang doch um 7 Uhr morgens an, aber es ist so eine der Luxus-Dinge, die ich im Leben habe. Aber ja, ich hoffe, dass der Stress mit der Zeit ein bisschen weniger wird. Zumindest finanzieller Stress ist ein bisschen besser geworden, seit ich live gehe. Ich weiß, es wird sich mit den Spenden natürlich noch einpegeln da. Aber ich mache ja auch, wenn ich live gehe, durch die Werbung, die läuft, Geld. Und das so als Zusatzeinnahmequelle plus vielleicht so 2-3 Euro Spenden pro Stream. Das hilft mir schon ein bisschen weiter. Das macht, dass das Leben ein bisschen entspannter ist, was das Finanzielle angeht. Mehr würde ich schon ganz gerne auf noch ein Hype-Game hoffen auf YouTube. Das wäre schön. Aber ansonsten, ich glaube, mit mehr Live-Content bin ich auf dem richtigen Pfad. Vielleicht läuft es ja irgendwann auch mal wieder so gut, dass ich mir dann einfach einen Cutter einstellen kann. Weil dann fallen ja irgendwie 3-4 Stunden Arbeitszeit weg am Tag. Und das wäre schon eine gute Sache. Vielen Dank nochmal an SteelSeries. Link zum Headset in den Kommentaren, Videobeschreibung. Ne, ich benutze es auch aktuell wirklich sehr gerne. Ist einfach auch cool, kein Kabel daran zu haben. Aber das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen. Cool. Bis dahin. Und ciao.